Herzlich willkommen zurück zu Never. What the? Never what the, genau. Nee, Never Winter. Ich habe gerade mein Inventar geleert und Sachen zur Bank gegeben. Danke nochmal für den Tipp. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen. Ich werde nochmal versuchen, ihn dann irgendwann mal aufzuschnappen. Ich weiß auf jeden Fall, unter welcher Folge der Name war. Nochmal danke dafür. Ich habe auch wirklich sehr, sehr viele Tipps bekommen, wie man auch Zen umwandelt und alles. Ich habe mich jetzt da gerade noch ein bisschen informiert. Wir könnten eigentlich eine Quest, glaube ich, abgeben, war. Warte mal, wir könnten eine Quest abgeben, wenn wir schon mal hier sind. Ach ja, Berufe, das habe ich gar nicht gemacht. Ich bin so ein Doofkopf. Ich bin so ein Doofkopf. Wir machen aber mal hier weiter. Oh, der ist fast fertig damit. Dann können wir ja das hier machen, das passt doch. Dann wird der auf jeden Fall Stufe 1. Was ist denn hier los? Warum ist denn das hier so ein... keine Ahnung. So, Quests jetzt aber wirklich. Wir wollten das hier machen. Nein. Ansehen. Questfahrt, was? Diesen Kartenfenster löschen. Ach so, wegen dem Spezialwegpunkt. Ja gut, Moment, das ändere ich mal ganz kurz. Der kann weg. So. Jetzt könnte ich theoretischerweise... Ah, das dauert ein bisschen. Warum ist das jetzt so langsam? Also wenn die Folge ein bisschen asynchron wird, dann tut mir das leid. Ich weiß jetzt auch nicht, was los ist. Wieso geht das denn nicht? Hä, muss ich das erst machen oder was? Ein Turmviertel. Ja, ich glaube schon, ja. Mit Riftel fahren. Ja gut, okay. Alles klar. Eigentlich wollte ich ja, so. Ja, Turmviertel. Eigentlich wollte ich ja woanders hin. Eigentlich wollte ich ja diese Folge mit den, diese orkischen Dings da machen, diese Schlacht da. Aber, machen wir da doch nicht, sondern erst wahrscheinlich nächste Folge. So. Weil ich muss ein bisschen schneller aufnehmen. Und deswegen kann ich ja, what the? Okay. Deswegen kann ich ja schon mal erklären. So, erstmal muss ich jetzt hier mal kurz suchen. Nach Beschäftigung? So, 15 Minuten, ja, gerne, so. Dadurch kriegt man ja auch Astraldiamanten. Ich habe gerade mal geguckt, wie viele Astraldiamanten ich brauche, um Zen zu tauschen. Und das sind ganz schön viele, muss ich sagen. Und klar, logisch, Echtgeld kriegt man sonst nicht wirklich gratis. Und das ist quasi gratis, Echtgeld bekommen. Und von daher sollte man sich dann zufrieden geben, dass es diese Mission überhaupt gibt. Wenn ich das Spiel nicht nur aufnahmetechnisch spielen würde, sondern auch mal privat, was ich ja nicht tue, weil ich privat andere Spiele gerade lieber spiele, wie zum Beispiel Destiny mittlerweile mal wieder. Habe ich sogar richtig Bock drauf, das mal wieder zu spielen. Also ich spiele es privat. Jetzt gerade. Oh! Oh, jetzt kann ich verkaufen und kaufen, okay. Jetzt geht das, wow. Nein, ich möchte bitte, danke. So, dann müsste ich jetzt erstmal nochmal ganz schnell... Was? Spezialquests? Das Auktionshaus. Jawohl. Das Tamerlun Auktionshaus ist der beste Ort, um eure Beute aus den Gewölben in harte Währung umzutauschen und die Waffe oder das Relikt zu finden, das ihr schon immer haben wolltet. Besucht einen Auktionator, um eure Verkäufe abzuwickeln oder um zu sehen, was andere anbieten. Würde ich doch mal sagen, nehmen wir an. So, aber jetzt wollte ich eigentlich die Kräfte. Hier wird es jetzt ein bisschen schwer. Bei erst auf Stufe 15 bekommt man hier einen Punkt. Den Hieb benutze ich nicht wirklich. Ich benutze eigentlich fast gar nicht so wirklich. Deswegen würde ich sagen, lasse ich das mal. Und spare lieber meinen Punkt. Hier mache ich natürlich weiter. Ach, guck einer mal an. Dann kriegen wir hier die Sachen. Was ist denn das hier? Ausdauerverlust beim Sprinten, das ist super. Schaden durch Begegnungskräfte, okay. Wirksamkeit der Rüstungsklasse und Verteidigung, das ist auch super. Die beiden Sachen gefallen mir. Was gibt's denn hier? Eure Verteidigung als Kraft. Okay. Der maximale TP als vorübergehende Trefferpunkte, wenn ihr durch die Kraft eines Verbündeten geheilt. Okay, gut, das ist unwichtig. Gut. Dann habe ich es ja geschafft. Ja, muss ich jetzt zurück wieder. Geil. Nein, bitte nicht töten.
Ey, wohin bringt er mich? Zum Auktions... Der bringt mich ja jetzt zum Auktionshaus. Was ist das denn für Scheiß? Ich hab die Quest einfach nur angenommen und nicht gesagt, ey, hier, mach mal. Ich hab eine Schatzlade. Oh, da ist noch eine. Das ist meine. Oh, der hat mich gerade noch so gerettet. Dankeschön, Never... Ach, das sind die Neverwinter-Wachen, lol. Okay. Ich verstehe. So, zum ersten Segen der Götter. Ja, bla bla, ich weiß. Prüfung der Götter abschließen. Ach so. Das muss ich ja auch nochmal in die Prüfung der Götter abschließen. Behälter. Nee, ich habe das hier gemacht. Oh, immer dieses Dreieck, Mann. Oh, geht mir so... Ah, jetzt muss ich hier doch wieder hin. Es ist so verwirrend, die Folge. Es tut mir leid. Übrigens, ich habe euch ja, oh, was ist das denn da? Aha. Aha. Na, was ist das hier? Nicht hier arbeiten, ja? Nicht hier faulenz, meine ich, sondern arbeiten. So rum. Ey. Oh! Okay, der hält ein bisschen viel aus, muss ich sagen. Eigentlich geht es sogar. Au. Hey! Jetzt reicht's mir mal. Ja, fall um. Danke. Das ist eine Truhe. Ha. Oh, oh, oh. Was ist das denn? Dieses Material wird für allgemeine Handelsaufgaben eingesetzt. Okay, das ist nice. Oh, sogar. Bisschen Geld wieder. Ich habe auch gelesen. Okay, gut. Ich dachte, hier würde es noch weitergehen. Ich habe auch gelesen, dass, oh, hi. Dass ich mir die Waffen noch, dass ich mir noch keine Waffen kaufen sollte, dass es erst später Sinn macht. Das ist aber in jedem MMO eigentlich so. Also sehe ich so. Von daher, ich mache das einfach mal, wenn ich, gerade das Geld dafür habe. Aber, jemand hat mir halt gesagt, mach das noch nicht. Das macht noch keinen Sinn. Ich werde mal gucken, wenn es eine richtig gute Rüstung gibt, warum nicht? Aber ansonsten, klar, später macht das natürlich noch weitaus mehr Sinn. So, habe ich jetzt mal die orkischen Anführer bald mal. Mein Gott. Irgendwie kriege ich hier nichts zusammen. Oh, noch eine Schuppenrüstung. Die können wir uns ja mal anschauen. Die ist scheiße. Die ist kacke. Schade, schade. Hätte mal gedacht, dass wir wieder mal ein bisschen was Neues an Rüstung bekommen. Was kommt für denn jetzt hier? Bisschen zähmer. Naja, ich zähm dich gleich, ey, du Arsch. Noch eine Schuppenrüstung. Ich suche einen Aufseher und nicht das, was ihr seid. Kommandant, ich glaube, das ist es. So, ich benutze jetzt mal die geile... den geilen Erdbeben. Der hält zwar eine Weile, aber der macht echt verdammt wenig Schaden. Vielleicht sollte ich da mal doch ein bisschen mehr Schaden reinpumpen. Ey, was soll denn das? Mann, ich loote ja nur Sachen. Das ist ja unvorstellbar, wie viel ich hier loote. So, komm jetzt, sterb endlich hier. Mann, das ist ja nicht mehr auszuhalten. Holy shit. Erstmal einen Trank nehmen hier. Komm schon! Du
ist doch hundertprozentig ein Aufseher, oder nicht? Das war jetzt kein Aufseher, echt jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Oh Mann, ich dachte, das wäre ein Aufseher. Kann ich die echt noch durchsuchen? Oh, cool. Wusste ich gar nicht. Ey, oh, jetzt muss ich... Ja, Mann, ey. Da ist ein Aufseher jetzt aber, jawohl. Endlich bist du mal down, ey. Was eine nervige Quest teilweise, ey. Wirklich, was eine nervige Quest. So, wir sind aber ein Glück auf den guten Wege zum Ziel. Ich will bald mal wieder eine neue Waffe haben, irgendwie. Das fehlt mir. Haltet die Augen offen. Der auch ohne ihre Aufseher stellen die Orks weiter eine Gefahr dar. Aber vorerst haben wir ihnen die Hauer gezogen. Macht weiter. Danke. Der Inhalt dieser Kisten wird sich für unseren Kampf gegen die Orks noch als extrem wertvoll erweisen. Schmerz zurückzahlen. Kartok Paingiver ist einer der Hordenanführer der Orks, die für die Eroberung des Krämerplatzes verantwortlich sind. Seine Soldaten haben die alte Halle der Händlergilde besetzt. Okay. Gürtel der Wildnis. Das ist ja nice. Ah, endlich hat jemand eine Quest für mich, Mensch. Wie geht es euch, Freund? Oh, danke für die Elementrüsselkäfer. Sie sind nur schwer zu finden. Insbesondere seitdem Mount Hotenow nur noch eine rauchende Ruine ist. Und macht euch keine Sorgen um Jared. Sie muss lernen, selber mit schwierigen Situationen umzugehen. Und Erfahrung ist der beste Lehrmeister. Naja. Jawohl. Mann, warum rennt der denn jetzt? Ey, hör auf zu rennen. So, du hattest ja bla bla bla. Was machen wir denn jetzt, meine lieben Freunde? Ich guck mal nach. Wir haben noch das mit den Segen der Götter. Schmerz zurückzahlen. Behälter. Südwestmauer des Turmviertels. Ups. Wo müssen wir denn da lang? Dahin? Okay. Was ist denn hier? Gehen Sie zur Halle der Halden. Was, wieso? Ach, das ist Schmerz zurückzahlen. Nee, danke. Da haben wir auch noch gar nichts erkundet. Also wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen was erkunden. Ein bisschen ist noch offen hier. Hier eigentlich auch. Aber na gut, das werden wir alles schon noch machen. Wir gehen jetzt erstmal den Quests nach, damit wir ein bisschen vorankommen. Wir wollen ja nicht Ewigkeiten hier rumgucken und irgendwie driven. Darauf habe ich gar keinen Bock. Wir wollen auch ein bisschen questen. Auch wenn die Quests nicht so spannend sind wie jetzt beispielsweise bei Teso. Wo es richtige kleine Geschichten gibt. Hier zwar auch, aber halt so wenig irgendwie. Guck mal, noch so einer hier. Mensch. Hi! Erdbeben! Irgendwie macht der Erdbeben nicht wirklich viel Damage. Also, vielleicht muss ich den wirklich nochmal leveln oder ich lasse es einfach. Ich finde es doch voll geil, wenn man die trifft, wenn die immer mit dem Kopf bewegen. Oh, noch eine Schatzlade. Geil. Ich glaube, ich könnte mal bald mal wieder eine öffnen irgendwie. Hätte ich Bock drauf. Da oben ist ja mal voll die Party, ey. Voll die Festung da oben. Ich komme einfach mal so vorbeigejumpt. Hat der überhaupt irgendwas gemacht? Ich glaube nicht. Was ist denn das? Buch! Routenstäbe stecken. Aufzeichnungen von Phineas Verran. 29. Tarsak. Ja, ihr wisst schon. Mit Rote Stab und Zauberstecken zur Hand fühle ich mich praktisch unbesiegbar. Die in meinen Fingerspitzen schlummernden zusätzlichen Zauber sind berauschend, wodurch es noch schlimmer ist, dass ich alle drei verloren habe.
Ich kann nicht glauben, dass ich so ungeschickt sein konnte. Die Route habe ich wohl bei der Halle der Händlergilde verloren, als ich um einige Waren feilschte. Der Stab ist wohl entlang der Straße aus meinem Gürtel gerutscht und der Zauberstecken, ich weiß, ich hatte ihn noch, als ich auf einem steinigen Vorsprung Rast gemacht habe. Vielleicht habe ich ihn dort vergessen. Sobald ich wieder zur Atem gekommen bin, muss ich umkehren und sie suchen. Hm, was war das für ein, keine Ahnung, Geräusch wahrscheinlich, war? Ja. Der ist wahrscheinlich tot. So, wir haben jetzt noch eine Quest angenommen, einfach mal sowas können. Finde ich gut, dass hier auch Quests einfach mal so rumliegen. Das ist schon wieder was, ein bisschen was, was mir bei T so auch gefallen hat. War ja, glaube ich, da auch so, ne? Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. War das der Fall. Aber ich mache erstmal das mit dem Behälter. Wieso es gerade so geleckt hat, ich habe keinen Plan. Oh, nö. Bin ich jetzt auf einmal so schnell wieder. So, Wirbel. Der Wirbel macht auf jeden Fall mehr Schaden. Also ich glaube, den Wirbel werde ich auch leveln. Kann man eigentlich auch blocken? Nee, ne? Was? Hä? Was habe ich denn jetzt bitte gemacht? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ihr Rang Waffenschmiede ist auf 2 gestiegen. Jawohl. Heißt jetzt, ich kann das jetzt hier machen. Ah, das hier konnte ich mit 2 machen. Ich kann jetzt hier so einen zusätzlichen Schmelzer anheuern. 18 Stunden? Oh, das habe ich nicht gelesen. Okay, gut, dann ja. Geil, jetzt 18 Stunden warten. Toll. Hier ist aber soweit nichts mehr, ne? Nee. Sieht nicht danach aus. Ich habe noch irgendwas. Hm. Da oben im Symbol, in der Symbolleiste war noch irgendwas. Na gut, wo gehen wir denn jetzt hin? Wo müssen wir denn jetzt wieder lang? Nee, Quests waren hier, genau. So, Routenstäbe stecken. Wo sind denn die alle? Die waren ja alle weg, wa? Die sind alle da hinten? Das, okay. Ja gut, die sind alle da so in der Nähe. Ja, da muss ich halt einfach mal zurücklaufen. Aber, meine lieben Freunde, das war's jetzt auch schon wieder mit dieser Folge. Ich werde im nächsten Part werde ich dann auf die Suche nach den drei Sachen gehen, die unser Herr Ferras Veran hieß er, glaube ich. Fares. Ach, egal. Hauptsache, wir werden diese drei Dinge zurückholen. Und damit sage ich, bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge von Neverwinter. Ciao.